Das Wiedersehen nach dem Kochwettbewerb im Sommer findet bei Annette im Westerwald statt. Eine schöne Zeit. Schmeckt. Boah, Schüssel voll. Gemeinsam machen die Freundinnen einen Ausflug nach Luxemburg. Die erste Station ist der geschichtsträchtige Ort Schengen. Sterneköchin Lea Linster hat die Runde am Abend zu sich nach Hause zum Essen eingeladen. Am nächsten Morgen zeigt sie den fünf die Highlights von Luxemburgs Hauptstadt. Der Höhepunkt des Tages? Lea weiht sie beim gemeinsamen Kochen in die Geheimnisse der Sterneküche ein. Und Luxemburg liebt euch. Ihr könnt jederzeit wiederkommen. Ja. Nimm dich auch mit drauf. Okay. Gut. 3 Wochen später treffen sich die Freundinnen auf dem Freiburger Münstermarkt wieder. Margarete besorgt hier das, was sie im Hochschwarzwald nicht selbst produzieren kann. Und das sind diese Kapseln, ja? Ja. Ah, perfekt. Kardamom steht auch auf dem Einkaufszettel. Es ist für ein Quitten-Chutney. Wie schon vor kurzem bei Annette wollen die Frauen nun auf dem Hof von Margarete und ihrem Mann Wendelin gemeinsam Zeit verbringen. Dabei Neues ausprobieren und vor allem das Zusammensein genießen. Ja, hallo. Und? Da sind wir schon wieder. Wir sind ja ganz heiß. Ah, wenn wir dich sehen. Wie geht's? Gut. Und hier kennst du uns noch? Ja, ja. Die Einkäufe. Von Phil? Von Phil. Hallo, richtig. Ja. Aber ihr habt Schnee hier. Ah, ja, eben. Das ist total cool. Der ist sogar echt. Was baut ihr da eigentlich Schönes? Sieht cool aus. Ja, das gibt eine Garage und unser Liebding, also das Altenteilerhaus. Was? Liebding? Liebding, das heißt so. Oh, wie goldig. In Bayern heißt es Austragshaus und in der Schweiz heißt es Stöckli und im Schwarzwald heißt es Liebding. Und im Westerwald? Heißt? Villa Sonnenschein. Ah. Altenteil. Also, wir fangen jetzt schon mal an, dass wir vielleicht dann in 3, 4 Jahren gibt es dann Hofübergabe und dann haben wir für uns auch einen Platz. Ja, schön. Ja, ja, schön. Ja, schön. Ja, ist noch viel zu tun, aber jetzt gehen wir erstmal Sekt trinken, oder? Ja. Auf geht's, komm. Etchen. Auf euch, Wendelin, Margarete. Toll, dass ihr da sind. Schön in Schwarzwald. Schon zum zweiten Mal das Jahr. Wer hätte das gedacht, ja, im Sommer? Nee. So, Mädels, trinke aus. Jetzt geht's an die Arbeit. Immer dieser Stress. Was hast du denn vor? Ja, also ihr zwei. Wir wieder hier, ha? In meine Küche und dafür einen Quitte-Chutney machen. Und mir gerne Räucherkugeln machen. Ah, da sagst du was. Du wolltest von mir noch eine Wabe mitgebracht haben. Ja, das habe ich dir gesagt, gell? So, schaut mal, da habe ich euch die Wabe noch mitgebracht. Du hast ja gesagt, du möchtest gerne Wachs haben. Da ist noch Honig dran, Sommerhonig. Da könnt ihr auch noch mal schlecken. Aber Bienen jetzt gar nicht mehr, oder? Nein. Sie ist sehr schlecht. Ich jetzt auch keinen Spaß mehr. Und ist doch meine Assistentin. Würdest du das schön haben? Wir machen die Küche. Also dann, ich wünsche euch ab in meine Küche. Okay. Okay. Wir gehen in einen anderen Raum wie die anderen. Na, wenn die ja nicht stören. Und was mache ich? Die Quitten sind auch vom Münstermarkt in Freiburg. Der Pflaum auf der Schale schmeckt bitter. Deshalb für das Chutney erstmal gründlich waschen und schälen. Man kann Quitten gut auf Vorrat kaufen. Sie reifen nach und sind lange haltbar. Damit können wir es nachher reinmachen. Und wiegen brauchen wir. Wie viel Gramm brauchen wir? Ein Kilo ungefähr. Ja. Ne? Die Quitten, die sind ja super hart. Und ich sag mal, sonst schäle ich schon lieber die ganze Frucht. Aber das hier, da bringt man sich. Also ich würde sagen, die sind so wie Birnen. Birnen, je nachdem, was je nachdem für eine die Sorte, reif, ja. Sorte du hast, sind die auch ähnlich. Aber Quitten sind eigentlich sehr vielseitig. Da kannst du Chutneys mitmachen, die Marmeladen. Bei mir daheim, die mögen das tatsächlich nicht so. Also Quittengelee oder so, das wird bei uns stehen bleiben. Also das ist dann, wird alles andere gegessen. Aber das süß ist, oder was? Ja, das ist, ich glaube schon, dass Quitte auch so ein bisschen Geschmackssache ist. Also ich glaube, du magst gern oder
nicht. Das ist ja dann, eher so säuerlich. Sehen wir dann, wenn wir fertig sind, oder? Ja. Ja gut, aber hier kommen ja wirklich auch noch Gewürze wenn rein, man, die einen Ton mitgeben. Genau, ne? Und wenn man nichts Neues ausprobiert, dann bleibt man ja eigentlich in der Küche stehen. Und das wollen wir ja nicht, oder? Da kommt Margaretes Idee, mal einen Chutney auszuprobieren, gerade recht. Jetzt brauchen wir nur noch den Zucker, oder? Den und haben wir ja schon. Dann tun wir das am besten in einen großen Topf, oder? Ja. Der steht schon hier. Nur die Quitten und den Zucker vermengen und dann ziehen lassen. Ich würde das jetzt aber schon. Oh. Magdalena gibt auf ein Kilo Quitten 200 Gramm braunen Zucker. So, das lassen wir jetzt einfach hier stehen. Und lassen das ziehen und ich gebe mal die Hände waschen. Aber ein bisschen nebenhin. Ja. Hammer ist aus dem Weg. Auf dem Hof gibt es ein Nebengebäude mit einem großen Raum mit Küche. Dahin haben sich Margarete, Jutta und Maren zurückgezogen, um Räucherkugeln zu machen. Die Kräuter kommen aus Margaretes Bauerngarten. Guck mal, das kann man schön rauspulen. Das mache ich. Okay. Nur tu's Messer weg, ich trau dir nicht. Ja, so Maren und Margarete nehmen das Wachs aus dem Holzrahmen. Komm mal probieren, nimm mal wirklich. Du, das ist lecker. Oh ja, wirklich. Du bist schon high da vorne, oder? Mit den ganzen Kräutern. Ja, ich bin schon ganz beruhigt. Gell? Wir kleben und du bist voll gedröhnt. Also die Räucherkugeln habe ich jetzt noch nie gemacht, aber räuchern tue ich schon. Das mache ich schon lange und finde das irgendwie toll. Und ich finde auch, dass das eine Wirkung zeigt. Die Bienenwaben werden geschmolzen. Karamellisiert ja schon. Nein, das ist der braune Dreck von der Biene. Der es Kacker. Geht ja nur darum, dass es klebrig ist. Das sieht doch, wie es ausschaut, ist egal. Brauchtum, ich finde sowas, ich glaube an ganz viele Sachen. Also ich bin auch immer noch der Meinung, es gibt Feen. Und so viele Sachen, für mich gibt es auch den Nikolaus, den Osterhasen. Das ist für mich ganz wichtig. Ja? Also da halten mich viele für bekloppt immer, aber ich finde das toll. Also man soll auch an sowas glauben. Und wenn man ein bisschen Fantasie spielen lässt im Leben, die gehört dazu, sonst wird's Leben langweilig. Ja, alle rein. Alle rein. Zur Mischung aus Calendula, Frauenmantel, Salbei, Minze, Rose, Lavendel, Rosmarin und Melisse kommt noch etwas Weihrauch. Ja, jetzt tun wir das Tröpfchen weiße da ein. Das Wachs von Annettes Bienen dient als Klebstoff für die Räucherkugeln. Alles gut vermischen und zu Kugeln formen. Nicht so einfach, genau. Guck mal, wenn man es länger riebt, wäre sie noch schöner. Vor allen Dingen, wenn sie jetzt schon ein wenig fester, jetzt wird sie, weißt du, jetzt kommen sie besser. Dann kann man sie auch besser transportieren. Ja. Guck, Marens Kugel, Margrets Kugel. So, du machst die Zwiebeln. Sag bloß. Dann guck ich mal, ein halber Daumen, das ist ja auch mal so eine tolle Angabe, ne? Halber Daumen. Ich würde jetzt mal hier so abschneiden, weil durchs Schälen kommt ja auch noch. Meinen Daumen dann ja, nehmen. Aber du schälst ja auch noch weg und ich finde lieber ein bisschen. Schneid dir bitte deinen Daumen nicht ab. Wäre schlecht. Ich fange gleich an zu weinen. Ach, das ist echt. Also auch der Ingwer geht aber in die Augen. Bei mir fängt es jetzt an zu laufen. Das dauert da gibt es ja den guten Trick, das haben wir jetzt nicht gemacht, die Zwiebel abzuwaschen mit kaltem Wasser. Weißt du, was die Lea Linster gesagt hat? Hilft alles nichts. Mit Liebe. Ich bemühe mich. Und immer mit der Linie. Aber weißt du, was auch hilft? Einfach die schon mal von Seite tun. Ja. Einfach. Dann ist es nicht ganz so schlimm. Ja. Das Quittenchutney wird mit Kardamom gewürzt. Die Samen der Kapseln enthalten ein ätherisches Öl, das zugleich würzig und süßlich scharf schmeckt. Das Aroma wird noch intensiver, wenn man das Gewürz in der Pfanne kurz erhitzt, wie Annette und Magdalena beim Einkaufen auf dem Markt gelernt haben. Was fehlt jetzt noch? Die Zimtstange. Genau. Ja. So, und Abmarsch, hm? Ja. Die Räucherkugeln sind mittlerweile hart geworden und werden gleich im Kuhstall ausprobiert. Schön. Jetzt guck mal. So. In der Pfanne liegt Sand. Räucherkohle bringt die Kugeln zum Schwelen. Man muss auch dran glauben, dann hilft's auch. Und jetzt gucken wir mal. Ich probiere das noch mal aus und ich glaube, man muss sich da erst ein bisschen auch reinfinden in das Ganze. Im Winter den Stall und auch die Stube auszuräuchern, hat in vielen Gegenden eine lange Tradition. Der Rauch wirkt reinigend und war früher ein probates Mittel gegen Parasiten. Jetzt nehmen wir diese positive Energie, verteile im Stall, damit auch die Tiere gesund bleiben. Ja. Jawohl.
genau. Eigentlich macht man es ja in der Rauhnächte zwischen den Jahren, sage mir. Und ich wollte es einfach jetzt mal ausprobieren. Ja. Und es funktioniert ja, genau. Ja eigentlich gut. Ja. Ah, gut, die mögen das auch, gell? Die findet das gar nicht mal so schlecht. Ja, es sind ja Pflanzen und ich denke, der Duft ist ja angenehm. Das ist ja jetzt nichts Schlechtes, gell? Ja. Alles Natur eigentlich. Merkt ihr die Nummer, gell? Ob die mehr Milch gibt jetzt? Ah, das sind noch Rinder, die dürfen und keine Milch geben. Ich glaube, wenn ich sowas daheim mache, sagt mein Mann, ich spinne. Aber ich finde das klasse. Ich fand das mal eine super Aktion und die Kühe fand ich cool. Also da waren ja ein paar dabei, die haben gedacht, oh Gott. Und dann wieder welche, die kamen ja immer näher und haben gerochen und die waren ganz hin und weg. Also es war eine lustige Aktion und ja, wer weiß, man muss mal abwarten. Vielleicht bringt es ja was. Margarete will uns auf dem Laufenden halten. So. Was holen wir jetzt? Meerrettich. Ob man den überhaupt findet. Ja. Der ist auch weiß. Oder? Ja, aber ist unterirdisch. Mal gucken. Rauf, gib alles. Ah, der Boden schwimmt. Das ist gefroren, gell? Ja. Das ist cool. Sag mal, ist der mehrjährig? Ja. Ah, okay. Und wenn man Meerrettich hat im Garten, das ist eigentlich Unkraut. Ja. Ja. Weil ich, also Meerrettich ist jetzt was ich gar nicht kenne aus dem Garten. Ja. Ha, das ist doch jetzt ein toller. Ach, der da, naja, da ist auch noch ein schöner. So, jetzt riecht noch mal. Das riecht noch richtig arg schon nach Meerrettich. Ja? Das riecht nach Meer. Oh nein, der nach lecker. Nein. Da kriegt man richtig Appetit auf das Essen. Genau. Bei uns heißt es Fleisch und Nudeln, also Meerrettichsoße mit Rindfleisch und Salzkartoffeln und Rahnesalat. Ja. Da gehört einfach Meerrettich dazu. Ja. Ja. Also dann gehen wir ans Hoble. Der Garten befindet sich schon seit Jahrhunderten an dieser Stelle vor der Hofkapelle des Steinbachhofs. Komm mal rein. Margarete und Wendelin setzen auf Selbstversorgung. Speck vom eigenen Schwein gehört selbstverständlich dazu. Oh, was haben wir denn hier? Hallo, Wendelin. Ja, hallo. Jetzt. Das sieht aber gut aus. Ja, komm, wie gerufen. Kann ja wohl nicht wahr sein. Speck auf Hinkel. Hier kann man keinen Zentimeter gehen und schon hat man wieder was zu tun. Es ist wieder heim. Es ist wieder heim. Ja, ja. Wir haben den Speck auf Hinkel. Ihr habt geschlachtet, oder? Ja, vor einer Woche. Und das ist jetzt eine Woche eingelegt worden. Und jetzt muss aufgehängt werden. Was sagt ihr? Eine Woche ick worden? Eingelegt. Wendelin, soll ich dir helfen? Oh, du redest gerade mein Leben. Dann sag doch, pass mal auf. Ich habe mir die Hände eben gewaschen. Du möchtest das einfach durchgefädelt haben? Genau. Ich hole auch mal die Stecke. Ja, da hatte der Metzger. Und soll ich einen Knoten schon reinmachen? Nein. Erst zum Schluss. Guck mal, ist drin. Ich hätte jetzt einen Knoten. Wir machen es so. Zack. Und jetzt. Knoten. Ach, wird ganz eng gemacht, der Knoten? Nein, muss ich gleich wegen Abstand haben. So schnell ist es noch nie gegangen. Ja, hör mal. Ja. Normalerweise müssten wir jetzt noch einen Stempel hier drauf machen, Magdalena. Ist schon doch. Naja, aber einen privaten von uns, weil sonst habt ihr uns ja vergessen, wenn ihr den isst. Ja. Jetzt hebst du da mal und du hebst da mal in den Tee. Hebt an! Hervorragend. Sieht schön aus. Bilderbuchmäßig. Die sind ganz schön knorkselig, gell? Wie so Rebeholz, gell? Mhm. Das ist vielleicht von der Konsistenz her sicher gröber und rauer, wie jetzt der, wo angebaut wird, konventionell. Wir sind jetzt keine Meerrettich-Gegend. Im Rheintal und bei Urlaufe, da wird Meerrettich angebaut. Und das ist viel feinerer wahrscheinlich, wie jetzt uns an der. Aber da ja eher bei mir auf Besuch sind, müssen wir Meerrettich essen. Etwas Zitronensaft über den Meerrettich und den geriebenen Apfel. 2 Esslöffel süße Sahne. Und nach Geschmack etwas Orangensaft. Mit Salz, Zucker, Paprika und Orangenschale abschmecken. Und Margaretes Sahne-Meerrettich ist fast fertig. Fehlt nur noch die Schlagsahne. Oh.
ein gefühlter Kilometer, den wir jetzt gewandert sind. Wie war das mit der Karawane? Ja. Ja. So. Nimmst du mal den einen ab hier? Geht das, Wendelin? Ist das schon. Ja, dann weißt du auch, was wir getragen haben hier. Nein. Sprich, und wir helfen dir. Der hat mal immer helfen. Was mischst du denn? Brauchen wir wieder nochmal. So, guck mal, ob es reicht. Jawohl. Und die Würstchen hier, die sehen ja auch schon nett aus. Und die nehmen wir mitten ab. Nie leer laufen. Du sag mal, wie räuchert denn ihr eigentlich? Warm, kalt? Ist dir's warm? Noch nicht. Ist ein Kaltrauch. Also kommt nur der Rauch? Nur der Geschmack. Rauch. Kommt unter Rien oben. Gott, zieh oben. Ja, in der Räucherkammer mit Wendelin war auch wieder ganz interessant für mich, weil meine Eltern zu Hause, also wir selbst nicht, aber meine Eltern zu Hause auch räuchern, allerdings warm räuchern, also mit Feuer unten drunter. Und das war jetzt Kaltrauch, das kannte ich auch nicht. Von daher war die Zeit mit Wendelin sehr aufschlussreich. Ist das der Diätspeck? Der Buch. Der Buchspeck? Der Buchspeck ist der Bauchspeck, ne? Ich lerne ja, das moderne Völkerverständigung. Habt ihr das? Und da ist ein Bordwürst. Und die werden aber nur kurz gereicht. Mhm. Das heißt, kurz? Zwei Tage. Bordwürst sind jetzt so schwer wie der Speck. So. Gott sei Dank hat es keine Kalorien. Ja, das ist total fettarm. Ja, wenn man es gleich mal schauen. Fett. Das ist echt Bio. Und Bio hat nie Kalorien. Ich probiere es jetzt einfach erst mal noch, bevor man es abfüllt. Ja, das sieht gut aus. Ja, ich finde auch. Voll lecker. Hm? Machen wir noch Klacks drauf. Ich warte auf euch, dass mir alle drei schlecht geht. Ihr wollt uns echt alle gleichzeitig umbringen? Nee. Ich könnte noch Hilfe holen gehen. So. Also, eins, zwei, drei. Gar keine unangenehme Schärfe, gell? Es kommt erst später. Es kommt später. Der Abgang. Die Zucker- und Zimtquitten sind mittlerweile in mildem Weißweinessig weich gekocht, haben aber noch Biss. So, ich glaube, das ist okay. Oh ja. Das sieht sehr Chutney-mäßig aus. Ja? Sag mal, wozu isst man das eigentlich? Also ich weiß, dass man das so als Aufstrich, so als Brotaufstrich essen kann. Aber auch zu Käseplatten. Das ist, glaube ich, auch so ein bisschen Geschmackssache. Ne? Ist ja so herzhaft, aber auch nicht so. Also ich habe eben ganz anderes. Eben mal gekostet. Und ich habe mich gewundert. Man kann es essen. Herzlichen Glückwunsch, das ist doch schon mal gut. Zu Hause bei meinen Eltern stehen Quittenbäume und mein Vater verarbeitet das Ganze in die Flasche. Daher kenne ich das eigentlich eher. Und meine Mama macht mal ein Quittengelee. Aber Chutney habe ich jetzt ganz ehrlich überhaupt noch nie gemacht, also auch nicht von was anderem. Und das war auch mal was Neues. Also mal sehen, was ich zu Hause so rumfliegen habe. Vielleicht mache ich mal nächstes Jahr, wenn ich was über habe, Chutney. Jetzt kann man ja auch mit was anderem machen als mit Quitten. Ich würde die zu Hause rumdrehen. Das würde ich hier auch so machen. Du brauchst kein Tuch, guck mal. Die haben, das hält? Die haben ja eine Klammer. Also. Wir haben ums Feuer ja auch was zu essen bekommen und durften dann auch die Bratwürste probieren, die wir vorher aus dem Rauchhaus genommen haben. Und die waren richtig lecker. Die sind wirklich anders, wie ich das kenne. Die waren ja auch gekocht, aber wirklich gut. Und die Kartoffeln waren ja auch vom Hof. Und Sauerkraut war auch selbst gemacht von der Margarete. Und auf sowas stehe ich einfach. Hier darf man wenigstens mal mit den Fingern essen. Die Lea hat auch mit den Fingern gegessen. Mhm. Die hat überall probiert mit den Fingern. Also das ist, ja. Du bist aber das ist einfach Hausmannskost und die ist einfach super. Trotz Lea Linster und allem, was wir erleben dürfen, ist mir das Essen immer noch lieber. Oh. Muss ich ganz ehrlich sagen. Toll, danke. Das Beste kommt zum Schluss. Hoferbe Andreas mit Freundin Bärbel. Na? Das junge Paar. Das gibt ja der Jungbauer. Die nächste Generation steht vor der Tür.
The next generation. Und Jan koche die für uns. Genau. Wichtig ist doch eigentlich auf deiner Höf, dass wir junge Leute irgendwo weitermachen. Ja. Also ich denke, es ist immer für denjenigen, der abgeben muss, ist es schon eine schwierige Sache. Weil man hat ja auch seine Vorstellung im Leben, wie alles laufen soll. Aber ich denke, man muss der neuen Generation einfach auch wieder die Chance geben, wieder was zu verändern. Einfach in der Zeit hat man die meiste Kraft, die Muße ist frisch ausgebildet, hat viele Ideen und das sollte man einfach nicht herauszögern. Also das ist eigentlich ganz wichtig, dass das so um die 30 dann wirklich auch übergeben werden kann. Das gute Tröpfle. Maren. Ich wollte schon immer mit dir so ganz romantisch am Lagerfeuer trinken. Oh, schmelze dahin. Das ist wie Feuer. Butter auf dem Feuer. Der Steinbachhof gehört zu St. Mergen. Die kleine Gemeinde ist ein Kur- und Wallfahrtsort. Seit einigen Jahren werden hier auch feinste Pralinen hergestellt. Margarete, Maren und Jutta wollen wissen, wie das geht. Hallo, Wiebke. Hi. Hi. Morgen. Schön. Hallo. Hallo. Schön, Wiebke. Hallo. Schön, dass ihr da seid. Ja, wir freuen uns auch. Ihr kommt genau richtig. Oh. Schon temperiert, schon alles schon. Was machst du? Also du hast jetzt auf dem Gasherd heiß. Ja, genau. Oh. Ich habe es jetzt flüssig gemacht. Jetzt ist sie schon richtig temperiert. Und dann hat sie dann später auch einen schönen Knack. Also, wenn man sie nicht temperiert, dann wäre sie eher weich. Oder Sie ist auch schlecht zum Verarbeiten, wenn sie halt zu dick wäre oder so. Ja, genau. Ja. Ihr dürft gerne mal mit mir mitkommen. Ja. Wir lassen dich vor, dass du weißt, oder? Wir freuen uns freiwillig. Ja. Schokolade geht immer. Stufe 1 der Pralinenproduktion, die Schokohülle. Das Rüttelbrett sorgt dafür, dass keine Luftlöcher entstehen. Die Schokoschicht muss dünn, aber stabil werden. Für mich die allerwichtigste Frage ist hier, wie machst du das, dass du so schlank bleibst? Weil, also wenn ich hier arbeiten würde, also ich glaube, ich hätte so ein paar Pralinen, aber der Rest... Das ist auch die Frage, wenn die, ich auch wie war das, die Gene, oder? Schokolade, du schlägst schon weniger, oder? Ja, ich schläg schon doch. Also ich habe den Bedarf, ich probiere neue Dinge aus. Also wenn ich jetzt sage, ich möchte eine neue Sorte, dann muss ich probieren, klar, dann verfeinern und so. Aber sonst probiert man hin und wieder mal und dann ist eigentlich gut. Ja. Genau, jetzt werden die Formen, die stehen jetzt schon einen Moment, das heißt, die sind schon angezogen. Ja, ja. Und das Überschüssige wird dann abgekratzt, damit eine gerade Fläche entsteht. Und dann kommt das dann in den Kühlschrank. Und dann löse die sich nachher gut raus. Genau. Ich glaube, ich werde jetzt mein Leben lang Pralinen mit mehr hochachtungsvoller Hingabe essen. Also nicht nur flupp und weg, sondern ich werde mir schon Gedanken machen. Das ist ja ein Mordsarbeitsaufwand und ich ziehe den Hut. Ein Hof in St. Mergen hat ein Brennrecht, der Langenhof. Er liegt am anderen Ende des Ortes. Wendelin begleitet Magdalena und Annette zu Brenner Karl. So, hallo. So, schön, dass ihr gekommen seid, gell? Ich bin die Annette. Da. Hallo, Karl. Das ist der Wendelin. Ich bin der Wendelin. Hallo, Magdalena. Gehen wir zum Schnaps brennen, gell? Ja, ich bin gespannt. Oh. So. Was hast du drin? Williams. Also mit Sicherheit auch ganz schön Handarbeit noch, oder? Wenn man die Birnen kriegt, oder Birne, kommen die einfach in so einem... Jeder Birne wird der Stiel entzogen. Oh. Geschmacklich wird es besser. Und deine Kinder lieben dich dafür. Richtig. Ja. Das war bei uns zu Hause auch so. So ist es, ja. Wie viele Birnen kriegt ihr so ungefähr? 3 Tonnen. 3 Tonnen? Ja, das sind zwei Stielchen. Mal so viele Birnen. 8 so große Kisten da, ne? Die grüne da, wo man da sieht, am Bodensee überall. Ja. Aber es geht rum, ne? Ja, am Tag, anderthalb ist das erledigt. Ja, am besten hat mir natürlich als Tochter eines Schnapsbrenners der Besuch in der Schnapsbrennerei gefallen. Das ist ja immer dann total spannend zu gucken, wie das andere machen. Und ja, die ein oder andere Familientradition, die auch haben, die für die Kinder nicht immer so lustig ist, aber jetzt versteht man warum. Und es hat auch super lecker geschmeckt. Meinst du?
Ist gut, gell? Hol mir mal Schokolade. Ja, ja. Was sagen die Frauen der Schöpfung? Genau. Da ist was dahinter. Stark, oder? Also so eine Schnapsbrennerei ist ja wirklich interessant. Nur dieser hochprozentige Schnaps, den die Magdalena ja so liebt, der ist nicht unbedingt etwas für mich. Könnten wir vielleicht auch einen probieren? Jawohl, können wir das machen. Ist doch ja. Wenn ihn, wir setzen uns hier. Ja, klar. Da habe ich jetzt William. Den will ich mir. Jawohl. Gut. Nimm mal den mal. Ich hätte gerne mal gefragt, was es noch so gibt. Ein Brombeer? Ein Brombeer, ja. Das hört sich da auch gut an. Ja, bei uns wird viel Brombeer getrunken. Ja. Ja. Mein Papa, der trinkt, macht Billy, deshalb muss ich also, testen. Kurze Ansage. Zum Wohl. Zum Wohl auf dich und deine Brennerei. Ja. Sehr gut. Sehr gut. Wiebke füllt ihre Pralinen zuerst mit einem selbstgemachten Kirschgelee. So, dann schneiden wir das Ganze auf. Einfach so eine Schicht unten rein, dass man so ein schöne Lage Gelee hat. Was war denn der Auslöser, dass du die Leidenschaft entdeckt hast zum Praline machen? Eigentlich war es dann Belgien. Also ich war dann ja in Belgien in der Schokolaterie. Oh, da ist ja die Schokolade drin. Und da war natürlich dann, ja, genau. Und da kam dann so die Lust, ach ja, weil hier kennt man halt auch gerade die Formen, kennt man eigentlich nicht groß in den Betrieben. Da gibt es halt fertige Hohlkugeln, die man füllt. Mhm. Das habe ich dann entdeckt in Belgien eigentlich. Füllung Nummer 2, weiße Schokolade mit einem Schuss Kirschwasser. Vorsichtig und nicht bis ganz oben hin auffüllen. Aushärten lassen und dann Deckel drauf. Sobald der ausgehärtet ist, folgt die Verzierung. Macht ihr das jetzt daheim auch? Ich glaube nicht in der Form. Oh. Bei mir gibt es vielleicht eher Rumkugeln. Ja, genau. Genau. Ja. Bedient euch doch einfach. Ihr dürft gern probieren. Ach so, nimm mal eine. Ich war wohl, aber es ist halt nur eins. Nimm dich mit. Könnte uns schlechter treffen, ne? Oh nein, hörst du was? Ja, ich höre sie auch schon, bevor man sie sieht. Jetzt ist sie eine schöne Ruhe vorbei. Oh. Aber wir warten auf euch. Ich stehe nicht auf. Was? Ihr wart noch in der Lage. Ja, guck mal. Hallo. Jawohl, ja. Wir warten schon auf euch. Das sind fertig fix. Nein. Habt ihr die gemacht? Ja, hallo. Mit Kirschwasser? Ja. Da habe ich eine prima Idee. Eine Praline gegen einen Schnaps. Ja, nur eine Praline. Essen wir noch einen, trinken wir nur einen, kommt dasselbe raus. Ne? Ist Kirschwasser drin. Haben wir Spaß. Also wir waren tatsächlich Welt dabei, als Williams gebrannt wurde. Oh, aber das war sicher toll, oder? Mm. Und warm. Und betrunken das schon gut. Nur beim Zugucken, oder? Toll. Auf den Schwarzwald. Nimm nur auf neu. Die muss ich nicht auf einmal schütteln. Genieß es doch in mir, Annette. Für die Annette ist das einfach Teufelszeug. Jetzt ja, kommen wir die Schnapspralinen. Ich wollte gerade sagen, da machen wir doch gerade weiter. Wir lassen die Hüllen fallen. Nein. Schokolade. Oh, so. Freue euch. Ist da eine Kirsche drin oder ist da nicht überraschend? Ich sage nichts. Eine ganz tolle Füllung ist da. Aber ja. In einem Schwapp im Mund. Nur als Tipp. Prost. Prost. Avec amour.
Ihr geht jetzt mit Wendelin in den Wald zum Holzschlagen. Dann nehmen wir die mit zwei, kriegen die Männer. Du pass ich auf. Und wir gehen in den Wald und suche Zapfen, Moos und Fertürkranz. Ja, okay? Gut, gut. Ja, gut. Also dann treffen wir uns später wieder. Dann vielleicht wieder. Ciao. 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 So. Ja, sind wir im Wald hier. Was brauchen wir denn? Für den Kranz, ne? Ja. Guck mal, da wär jetzt schon mal was. Das ist. Ich pack alles ein. Packst alles ein. Sowas, so Flechte, Zapfe. Ja, dann nehmen wir die doch schon mal. Ja, ich habe auch da noch eine Schere. Dann kann Jutta vielleicht auch was abschneiden von deiner Heidelbeer. Gut. Das gibt's nämlich ganz tolle Dings. Ja. Wir brauchen was, habe ich das auch schon gesehen. Moos. Ohne Moos nichts los? Ja, Moos können wir auch mitnehmen. Ah, hier liegt besser ist es, ja. Genau. Ah, guck mal. Mit Leben. Die nehmen wir mit. Hier zieht jetzt um. Ich mag das total gern, die Natur und vor allen Dingen was herstellen. Es gibt so tolle Ideen auch und so kreative Sachen, die man einfach mit den Dingen, die da sind, was machen, wo man was Tolles herstellen kann, ohne dass es viel kostet. Und das finde ich schön. Maren, ich glaube, jetzt reicht's, was wir haben. Ha? Ja, jetzt können wir unsere Kreativität freie Lauf lassen. Gehen wir, go basteln. Gehen wir. Ja. Die Schwers haben 28 Hektar Wald. Vater und Sohn arbeiten aus Sicherheitsgründen hier immer gemeinsam. Na, seid ihr am Arbeiten, ihr Lieben? Ja, hallo, wo kommen wir her? Wir machen mal eine kleine Auszeit. Echt? Wir wollen euch mal stören bei der harten Arbeit. Ja, kommen gerade recht, da können helfen Sachen auftragen. Aber dann werden wir wieder gehen, weil ihr seid nicht ausgerüstet. Die persönliche Schutzausrüstung fehlt. Hänsel und Gretel feiern sich im Wald. Und auch so bitterkalt kam ein kleines Häuschen aus Pfefferkuchenfein. So, Wendelin, wie geht's weiter? Oh! Den Baum hauen wir jetzt. Also, es geht los. Ja. Viel Spaß! Okay. Wir gehen doch gern mit dir. Ja, ich gehe eh lieber mit den Jüngeren als mit den Alten. Ne? Ich habe in der Ausbildung auch den Sägeschein gemacht, aber muss ganz ehrlich sagen, da wir jetzt selber keinen Wald haben, kam das schon lange zu kurz. Und ja, vielleicht muss ich mir doch mal noch einen Wald anbauen. Ja, oben ist schon Bewegung, ne? Ja, aber der Wendelin macht das. Ja, der Wind ist schwingend. Ist ein bisschen zu viel fast schon, Freund, oder? Freund wie Feind. Ah. Ah, prima. Sehr gut gemacht. Jawohl. Geübt ist geübt, ne? Ja, eben. Jahrzehnte Erfahrung. Du sag mal, Wendelin, euer Liebding, ist das auch aus eurem Wald? Logisch, logisch, ja. Aber das haben wir schon länger geschlagen. Das ist schon 2 Jahre her. Magdalena, hast du nicht noch was? Ja, also die Mädels, die anderen 3 Mädels, die waren ja heute in St. Mergen unterwegs und haben Pralinen gemacht. Und weil ihr so hart arbeiten müsst, haben wir euch auch welche mitgebracht. Aber vorher holen wir uns noch 2 als Wegzehrung und den Rest kriegt ihr. Und dann lassen wir euch weiter arbeiten. Ja. Die sind so gut, da brauchen wir auch was von. Bitte schön. Ah, oh, danke schön. Aber die kann ja, oder? Die bekommt er dann. Die Annette hat meine. Wer kriegt sie? Aber ihr teilt die schon, gell? Ja. Yeah. Okay. Wo schaffen noch. Okay. Ja? Viel Spaß noch, Jungs. Tschüss. 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 Mit der Praline im Wald. Verlaufe hier. Ist ja nicht so weit. Der Tafelspitz für das gemeinsame Abendessen muss ungefähr 3 Stunden zusammen mit Suppengemüse, Lorbeer und Thymian simmern. Ich muss sagen, früher mochte ich das gar nie, gekochtes Rindfleisch. Und jetzt schätze ich das sehr. Ich finde, das ist ganz lecker und also gut bekömmlich auch. Das liegt einem nicht schwer im Magen hinterher. Und kann man natürlich lecker verfeinern mit Meerrettich und ja, ist ein richtig gutes Essen. Ich zeige euch jetzt, wie es vielleicht geht. Während das Fleisch zieht, bleibt genügend Zeit, Türkränze zu binden. Und
ich mache eigentlich immer so Büschele zuerst. Wie immer ist Margaretes Nesthäkchen Lara mittendrin. Die Achtjährige ist der Sonnenschein auf dem Steinbachhof. Moos brauchen wir gleich, jetzt brauchen wir mal so ein bisschen so komisches Grünchen. Also ich finde es besonders schön, wenn man sowas gemeinsam machen kann. Weil ja, in der Runde, erstens mal macht es viel mehr Spaß, man unterhält sich und jeder bringt so seine Sachen mit oder man sammelt es zusammen. Das finde ich eigentlich so was ganz Besonderes. Deko gehört einfach, ich denke, zum Leben einer Landfrau dazu. Weil dann macht man sich schön und gemütlich. Und generell basteln mit Naturmaterialien ist absolut ein Highlight. Also das gibt es nicht zu kaufen, zu machen. Das ist einfach wächst und macht und blüht. Da kann man tolle Sachen mitmachen. Also ich finde, wir haben das richtig gut gemacht. Ja, finde ich auch. Schön. Super. Jeder hat so seine Art, gell? Diese Farbevielfalt, was man im Sommer im Garten hat, fällt im Winter einfach weg. Und dann mache ich es mir aber drinnen ganz gemütlich. Und dann tut man Kränze, Binde und Bastle und Kerze aufstellen. Also man macht sich's dann im Haus schöner. Und im Frühling ist man dann ganz froh, wenn das alles wieder von vorne losgeht und die erste Blümle wieder sprieße. Es hat jede Jahreszeit ihren Reiz. In ihrem Hobbyraum hat Margarete für alle etwas vorbereitet. Hoffentlich sind auch an alle Finger dran. Die Holzbretter, die die Freundinnen verzieren, sind aus Fichtenholz aus Margaretes Wald. Für jede entsteht ein Brett zur Erinnerung. Säge. Da hat jemand geschrieben, die Anja. Hey, ist sie unterwegs? Bin in 10 Minuten da. Grüße, ja, Anja. Jetzt gehen wir in die Masterproduktion. Anja, die sechste Freundin aus dem Kochwettbewerb im Sommer, hat als Weinbäuerin gerade Hochsaison und kann ihren Hof nur kurz verlassen. Toll, ja. Schön, na? Dass du kommst und uns nutzt. The Champion. Ich finde, wir sind eine echt gute Truppe und wir sind zu fünft auch super und wir haben auch echt Spaß gehabt, aber wir sind einfach nur zu sechst komplett und ja, natürlich haben wir uns gefreut. Schreib mich an, was muss ich machen? Mit der Jutta festhalten. Mit der Jutta. Das geht aber auch nur mit dem richtigen Dreh hier. Also das Wiedersehen mit meinen Mädels war natürlich gigantisch, war toll, die alle mal wieder zu sehen. Hat richtig gut getan. Ja, es ist nicht so einfach mit den Kalligrafie. Aber es sieht schön aus. Annette, sieht echt gut aus. Annette, ja. Voll aus. Ja. Mau. Magdalena. Ich bin gar nicht mehr am Tisch. Ja, Tisch. Aber die Bank wackelt auch, wenn du da am Spiegel bist. Entschuldigung. Ich tue mir mit meiner Liebe hier so schwer. Maren, gib dir Mühe. So. Oh, die Liebe und dann ist endlich drauf. Für die Zubereitung der verschiedenen Gänge des Abendessens haben sich die Freundinnen auf die Küchen im Nebengebäude und eine Ferienwohnung verteilt. Mädels, ja. Ich hätte jetzt mal noch eine Idee. Ja, schieß los. So, pass auf. Und zwar, ich hätte jetzt mal gerne dem noch ein Gesicht gemacht. Oh, mach doch, ist doch nett. Also einfach so ein kleines Auge. Das ist doch süß. Ich will nicht so viel von der Schale wegnehmen, weil nachher läuft uns der Inhalt durch. Zum Dessert gibt es Bratapfel mit Mandeln und Grieß-Mohn-Füllung. Gezuckerter Eischnee sorgt gleich zweimal für Fluffigkeit. In der Füllung und in der Weinschaumsoße. Alles gut, Anja? Ja. Magdalena. Ja, probier mal. Mmh. Mmh.
Annette, die Füllung ist soweit. Echt? Cool. Darf ich dir die schon einfüllen? Mhm. Da, wo der Deckel ab ist. Oh, hör mal, du hast ja sogar Herzchen-Nasen gemacht. Oh, die sind ja süß. Ja, ist mal was anderes, oder? Ist mal was anderes. Ich mach die Deckel drauf. Säuerliche Äpfel wie Boskop sind ideal. Bei 180 Grad Umluft backen sie eine knappe halbe Stunde. Das sind ja unsere Jüngsten, die Anja und die Magdalena. Und ich bin ja dann schon fast die Älteste. Und das macht mir schon sehr viel Freude, mit den beiden Jüngsten in der Küche etwas zu machen. Gerade mit den Bratäpfeln, da hatte ja jeder seine Aufgabe gehabt. Und ich denke, wir haben sehr gut zusammen harmoniert. Zum Tafelspitz gibt es rote Beete-Salat, Kartoffeln und eine Soße aus dem selbstgemachten Sahne-Meerrettich. Wow. Ganz zart, ja. Oh. Ja, hallo. So. Oh. Es könnte uns so schlecht treffen, aber es trifft uns so gut. Ja, genau. Du musst jetzt alles machen. Das ist einfach so locker jetzt und so schön, weil es geht hier nicht um Punkte. Nein. Guten Appetit. Ist die Soße aus frischer Rettich? Meerrettich, ja. Da war ich erst ein bisschen kritisch, weil ich jetzt kein Riesenfan von der Kombi bin mit der Meerrettichsoße. Also auch die Meerrettichsoße selbst gemacht, das war echt, also werde ich auf jeden Fall zu Hause nachmachen. Ich muss gestehen, habe ich noch nie gemacht. Jetzt so Mädels, erzählt mal bitte. Ich möchte jetzt Details, wieso? Was du verpasst hast, was ich verpasst habe, ja. Leider Gottes. Ja. Ihr beide habt eigentlich bei uns alles verpasst. Ja, und so, da gab es nämlich nicht nur kulinarische Highlights, sondern auch musikalische. Oh, ja. Wir hatten ein Hauskonzert von der Franziska. Da mussten wir zwar vorher auch ein bisschen was vorbereiten, aber dann war das was wirklich Besonderes. Und bei der Lea Linster war ein riesiges Erlebnis. Ja. Allein schon die Stadt Luxemburg. In der Kassematte rumzulaufen. Ihre Madeleines. Oh, die waren die Rettung. Süß, salzig. Süß. Dann gab es erst eins und dann hat sie gesehen, wir sind Landfrauen, wir können mehr vertragen. Wir haben ja uns geschworen an historischer Stelle in Luxemburg, dass wir uns weiterhin auch sehen werden und uns vorgenommen, uns einmal im Jahr zu treffen. Jetzt im Januar steht das erste Treffen an. Ob alle immer können, das ist natürlich fraglich, weil jeder Betrieb zu einer anderen Jahreszeit natürlich immer auch die meiste Arbeit hat. Das ist ja ganz unterschiedlich. Ich habe mir jetzt gesehen bei der Anja, die war jetzt im Herbst halt, da haben die Hochsaison. Aber wir werden es zu unterschiedlichen Zeiten machen, sodass es für alle mal passt. Das Dessert? Bratapfel mit Herzchen, Nase und Grießmohnfüllung. Wir servieren Ihnen Bratapfel à la Margarete von Annette, von Anja und von meiner Wenigkeit. Sehr schön. Gratius. Was Süßes obendrauf. Na dann, einen guten Appetit. Das sind ja die guten Äpfel, die haben wir auf dem Markt gekauft. Dann müssen wir auch noch mal probieren, ob der Wein nicht so passt, oder? Jutta. Zum Wohl. Zum Wohl. So lecker essen. Ja, das ist alles so toll gemacht. Ja. Ja, jede hat so viel zu tun daheim und trotzdem haben wir uns aufgemacht, diese Verbindung nicht abbrechen zu lassen. Ja, man bekommt schon eine spezielle Beziehung zueinander und man vertraut sich auch das ein oder andere an. Und das ist so diese Ehrlichkeit untereinander, das ist Freundschaft. Dann nochmal. Der kulinarische Ausflug der Lecker aufs Landfrauen geht zu Ende. Wir drücken die Daumen, dass ihr ganz eigenes Schengener Abkommen lange Bestand hat. Mein persönliches Resümee, ich würde es immer wieder tun. Mir hat so viel Spaß gemacht mit allem und ich kann es jedem nur empfehlen. Macht mit, tolle Sendung. Man lernt so tolle Leute kennen, es ist ein Traum.